Es gab Leute, die ich besuchte, die wollten mir mein Leben erklären. Bei einem hatte ich eine andere Meinung, was mein Gegenüber aber einfach missachtete, dann einfach sofort negierte und seine Meinung wieder ins Zentrum rückte. Ich war gar nicht ernstlich sein Gesprächspartner. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein wollte, aber Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Es geht voran, ich bin auf dem Weg. Ich beginne das immer morgens. Ich nehme mir immer vor, über die ersten 5 Ärgernisse wegzuatmen. Lang ausatmen, ganz wichtig. Mittlerweile gelingt es manchmal bis 12 Uhr oder bis Mittag, alle weggeatmet. Ja, es soll tatsächlich um Veränderungen, um Gesprächspartner, um einen Kalender gehen. Aber zuerst bin ich noch abgelenkt von gestern, von Samstag, den 30.09. und von der Losung und dem Lehrvers. Die gehen so. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53, 5. Christus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. 1. Petrus 2, 24. Der Sünde abgestorben. Nee, den Sünden abgestorben. Petrus scheint anders zu reden als Paulus. Bei Paulus ist man ja der Sünde gestorben. Aber wenn etwas abstirbt, dann ist das ja so stückeweise irgendwie. Wenn man aber selbst der Sünde gestorben ist, dann ist das ja alles. Muss ich mich kommende Woche mal wieder noch mit beschäftigen, ob Petrus vielleicht eine andere Lebensverarbeitung kennt als Paulus. So, jetzt aber rein ins Thema. Aber zuerst noch eine Idee. Nimm dir mal ein Papier, Schulkalender oder mach dir selber so eine Tabelle und schreib mal darauf, was du alles für feste Termine hast. Und dann überlege dir, welche Termine davon willst du gar nicht. Deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und er führe. Also, mach mal den Kalender. Du bist in einer Musikband oder spielst einmal die Woche im Kindergarten Musik. Du sitzt bei irgendjemandem einmal die Woche zum Café und auf einmal merkst du, es ist ein Zusatz geworden in deinem Leben und du möchtest nicht, dass es in Zukunft zu deinem Leben gehören soll. Dein Kalender soll befreit werden von diesen Tagen oder sogar Belastungstagen. Etwas Neues taucht in deinem Leben auf, zum Beispiel in meinem was Kochen, was für mich früher eine lästige Nebentätigkeit war. Oder Sport wurde vom Unverständnis dafür zur Erfahrung in Freude. Du kennst Menschen in deiner wöchentlichen Begegnung in einer Gruppe, denen hast du nicht widersprochen, weil du sie ja nur kurz siehst, einmal die Woche. Aber jetzt beginnst du aktiv, diese Gespräche abzulehnen. Du kappst diese Verbindungen und fühlst dich sehr befreit. Ja, in Frieden. Du führst seit Jahren eine enge Beziehung, aber jetzt verhandelst du die Beziehungsabsprachen neu. Du willst mit dem Rauchen aufhören. Du führst Gespräche mit neu kennengelernten Menschen und deine Inhalte kommen konkreter, aus deinen eigenen Bedürfnissen. Du bekommst hilfreiche Tipps und die Gespräche sind fundierter. In meinem zarten Alter von 60 Jahren habe ich jetzt entdeckt, einige Dinge, die ich 21 Jahre lang gemacht habe oder länger, dass diese Dinge jetzt
kraftlos, nicht mehr wichtig sind, ja, an mir abgestorben sind. Vielleicht ist dazu die Wahrheit aus dem Petrusbrief da, dass jedes Leben sich unterbringen soll in Gottes Wahrheit. In die Wahrheit, die mit dem eigenen Leben synchron läuft, worin man sich wirklich selbst wiedererkennt. Wenn ich den Petrusbrief nochmal mit hineinnehme, dann fällt mir auf, da steht nicht, dass wir abgestorben sind, sondern dass die Sünden abgestorben sind an unserer Person. Das heißt, die Vielfältigkeit der Angebote, um zu sündigen, findet an uns keine Nahrung mehr. Bin zum Leben erkoren und gleich schon gepresst eingereiht. Im Getriebe des Alltags verloren, gibt man mir für das Wichtige nicht Zeit. Schaue zum Himmel und wünsche, so frei wie der Wind zu sein. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei. Von anderen, von sich selbst betrogen. Alle sind schwach, sind im Leid. Mauern sind hochgezogen, wo vorher ein Land groß und weit. Mit Sehnsucht am Lagerfeuer man hofft, wann wird es bald wieder so sein? Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei. Erster Petrus 2, Abvers 22. Jesus Christus hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und, als er litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Marterholz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Was hatten wir Ziele, mal große, mal kleine, und waren von jedem beglückt. Die Trübsal verhindert den Blick, schränkt uns ein. So schaut man einseitig zurück. Verkrustete Herzen, kaum Tränen. Man lebt in einem Ohnmächtigsein. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei. Der ist frei. Der ist frei. Der ist frei. Und bis zum heutigen Tage bleibt der Sinn für die Sinne verstockt. Nur wer zu dem Herrn sich bekehrt und bereut, wird dem Dunkel entlockt. Damit wer kennt, was bekannt ist im Land, die Klarheit seiner Herrlichkeit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei.
Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Bei wem der Geist ist, der ist frei. Wo der Geist ist, der ist frei. Herzlichen Dank, Dagobert. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.